Guten Tag, Leute. Schön, dass ihr neu dabei seid bei Road to Watch Dogs Legion Let's Play Watch Dogs 1. Wir machen jetzt hier weiter mit der nächsten Kampagnenmission. Und ich habe jetzt eben mal noch ganz kurz unsere Fähigkeitspunkte ein wenig verbessert. Ich habe mich darum mal noch ein wenig gekümmert. Und ja, auf jeden Fall ein paar Sachen abgegradet. Und jetzt geht es hier weiter. Mission starten. Let's go. Ich muss vorsichtig sein. Ich kann mich sicher darauf verlassen, dass Damien querschießt. Er hat einen anderen Plan. Okay, ich brauche jetzt erstmal den Aktenkoffer. Gut, damit haben wir ein Ziel. Der Boss besteht darauf, dass ich dir erkläre, wie wichtig das ist. Du trägst nicht nur einen Koffer voller Namen und Einladungen. Du trägst die Zukunft unseres Geschäfts. Hintergrundchecks, Indiskretion, Tendenzen. Alles, was Quinn braucht, damit die Gäste loyal bleiben. Verstanden? Jetzt tu einfach so, als wäre das Ding voll verfickter Goldbarren. Wir dürfen nicht auffliegen. Na, ist gar nicht so einfach. Wir bleiben erstmal hier hinten schön stehen, obwohl wir könnten uns dort hinten dahinter stellen. Moment. So. Siehst du den Koffer? Tu ich. Er bewegt sich. Warte. Das glaube ich ja nicht. Was? Quinns Jungs machen da was aus der alten Gangsterschule. Ein Koffertausch? Ehrlich? Und das soll funktionieren? Sowas habe ich noch nie gesehen. Warum machen die das? Wollen die das CTOS täuschen? Jeder, der das auf dem Monitor beobachtet, würde den Austausch sehen. Sie versuchen, die Überwachungssoftware zu verwirren. Interessant. Spinner glauben, dass ihnen die Stadt gehört. Hey du, findest du das lustig? Das Problem ist, dort vorne ist eine Wache. Die kann ich jetzt ganz schlecht natürlich ausschalten. Ich muss mal probieren, hier ein bisschen dran vorbeizulaufen. So. Ganz langsam einfach mal hier hinten lang. Haben irgendwas gerade gemacht. Weiter folgen. Ich würde sagen, wir stellen uns einfach mal immer wieder ein bisschen zu so ein paar Passanten hin, also ein paar anderen Leuten, die hier mit so rumlaufen. Vielleicht fliege ich dann weniger auf. Was macht er jetzt? Ich glaube, er will den Koffer in das Boot schmeißen, oder? Ja. Na super. Ich schätze mal, wir müssen das Boot vielleicht jetzt verfolgen. Der Koffer ist auf einem Boot, das flussaufwärts ist. Ich habe hier Motorrad. Ich folge Ihnen. Vielleicht sehe ich, wo Sie hinwollen. Eine Sekunde. Was ist denn in der Nähe? Ich tippe, das wird eine kurze Tour. Ein letzter Übergabepunkt vielleicht. Okay. Nein. Warte, da ist ein alter Yachthafen. Lucky Quinn hat ihn 1967 gekauft. Das muss es sein. Ist seit den 80ern für die Öffentlichkeit gesperrt. Gut, dann folgen wir ihm mal dorthin. Geht mir bitte alle aus dem Weg. Oh nein! Ah, sorry. Mist, ich bin in den Mann voll reingesprungen mit dem Motorrad. Das war so nicht geplant. Sorry. Tut mir leid. Das war nicht so geplant. Hättest du nicht deine Augen ein wenig aufmachen können? Naja, ich meine, wer rechnet schon damit, dass ein Motorrad plötzlich angeflogen kommt? Mitten auf dem Weg. Also ich würde damit nicht rechnen. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwie würde ich gerne dort hinter zu dem Leuchtturm, der dort hinten ist. Irgendwie würde ich dort gerne mal hinwollen. Ich könnte mir vorstellen, dass dort vielleicht sogar ein Sammelobjekt versteckt ist. Er wird noch jemanden töten.
So, hier muss ich lang. Oh. So. Moment. Die Plattform einmal drehen. Sehr gut, dann komme ich jetzt hier drüber. Vielleicht will ich das aber auch gar nicht. Nein, ich glaube, ich will schwimmen. So. Lass uns ins Wasser. Am besten wäre es natürlich, wenn ich jetzt auch noch tauchen könnte hier. Das wäre natürlich mit am besten. Ich will mal eine Splittergranate herstellen, so. Ich will die zwar jetzt nicht einsetzen, aber ich will sie einfach haben. So. Jawohl, wir sind drin. Einmal wieder zumachen die Tür. Zack. Damit hier alles schön unauffällig bleibt. Gut, die sind auf jeden Fall im Gebäude drin. Wir sind auf jeden Fall schon mal hier drin. Ja. Jetzt ist nur die Sache, wie machen wir hier weiter? Hier haben wir eine Tür. Komme ich hier durch? Oh! Okay, den schalte ich leise aus. Los. Komm her. Gut, der schläft schön. Ah, nein, 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 dort sind zu viele. Dort sind gerade zu viele. Wir könnten natürlich jetzt mal versuchen, von der anderen Seite aus noch ein wenig mehr vorzugehen, aber hier liegt halt jetzt der Typ schon. Komm, das ist für dich. Ja, sehr gut. Jetzt einmal hier geradeaus. Und hier hinten auch noch die zwei Leute wegmachen. Und der auch noch. Sehr gut. Diese komplette eine Seite ist sicher. Hier komme ich leider nicht durch die Tür durch. Schade. Dann muss ich hier außen rum. Dort ist nochmal einer. So, gut. Jetzt bist du erstmal dran. Das war knapp. Oh, dort hinten hat gerade jemand einen was gesagt. Der schöpft Verdacht. Weg mit dir. So, hier ist der Koffer. Schnell, geh ran. Gut. Das sehe ich mir mal an. Geschafft. Ich schicke die Gästeliste aus dem Koffer, worum es auch gehen mag. Der Club geht kein Risiko ein. Die Security wird streng. Okay, dann finden wir dir eine passende Identität. Kein Stammgast. Irgendjemand aus dem Ausland. Jemand, den sie nicht kennt. Okay. Okay. Ich hab was gehört. Der hier. Kannst du einen Mr. Punk spielen? Ich glaube nicht. Gibt es Europäer? Nicholas Crispin. 32 Jahre alt. Auslandsamerikaner. War seit 12 Jahren nicht hier. Das passt doch. Oh mein Gott. Hier sind seine Präferenzen. Der Mann ist krank. Und ekelhaft reicht dazu. Wird man ihn vermissen? Wie vermissen? Clara. Wenn ich seine Identität stehle, darf er meine Deckung nicht auffliegen lassen. Das heißt, er muss sterben. Oh. Da ist was dran. Meine Schwester wurde entführt, Clara. Ich werde alles tun, um sie zu befreien. Hör mal, wenn das zu viel ist, kannst du aussteigen. Ich verstehe das. Nein, alles gut. Das Schwein wird niemand vermissen. Ist ein guter Treffer. Er soll sein Auto bei einem Händler abholen. Okay. Ich treffe ihn da. Gut, dann kümmern wir uns dort dann um ihn. Aber ob wir das schaffen, ja, den so gut nachzuspielen, diesen Typen? Das ist die große Sache. Ich denke mal letzten Endes werden wir vielleicht dort auffliegen. Das Bezirkskontrollzentrum hacken. Bei dieser Feier. Also ich wage es eigentlich zu bezweifeln, dass wenn wir dort dann sind, dass das alles gut abläuft. Aber nun gut. Dann kümmern wir uns jetzt erstmal
Hinten drum, ja, und das CTOS-System. Zum Glück sind wir gerade auch schnell unterwegs. Ja, vielleicht ein bisschen zu schnell. So, schon besser. So ein Pech aber auch. Hey, Bock auf einen digitalen Stück? Das ist echt geil, Mann. Passt auf! So, hier müssen wir hin. Gut, dann nehmen wir einmal den Lift. So, einmal nach oben bitte. Dankeschön. So. Hier lang? Halt, kann ich durch die Tür durch? Leider nicht. Leider nicht. Hier hinten ist anscheinend eine Wache, oder? Ja, dort. Okay, die erstmal wegmachen. So. Die Wache ist weg. Jetzt hier runter. Gut, wir sind drin. Jawohl. Moment. Da vorne ist was. Wieder einer weg. Wieder einer. Was ist denn da drüben? Ist das? Gut. Irgendwie komisch. Jetzt bist du dran. Jawohl. Nur noch ein Einzelner. Jeden haben wir jetzt leise ausgeschaltet. Sehr schön. Hat gut geklappt. Wirklich sehr, sehr gut hat das jetzt hier gerade geklappt. Jetzt kümmern wir uns nur noch hier hinten drum. So. Oh. Oh, hier müssen wir das nochmal hacken. Ja, und hier läuft das gleich auf Zeit, wenn ich das damit verbinde. Dann wollen wir mal. Dann wollen wir mal. Moment. Oh oh. Dürfte wieder knapp werden, glaube ich. Das geht hier hinten lang. Dann so. Moment. Moment, Moment, Moment. Jawohl. Das geht dann hier hinten lang. Ja, das dort so ran. Das hier ran. Gut, geschafft. Und das hätten wir. So, dieser Bereich wäre damit jetzt, ja, bereit für uns. Jetzt gehen wir nochmal hier ran und nehmen das Teil mit, genauso wie hier, so. Diese Teile zum Herstellen von Sachen nehme ich natürlich auch gerne mit. So, und jetzt müssen wir nur noch von hier verschwinden. Wir gehen auf der anderen Seite hier wieder raus. Mal sehen, dort sollte nämlich jetzt noch mein Motorrad stehen. Und dann kümmern wir uns jetzt noch um diesen einen Typen. Und zwar um den, von dem wir die Dings annehmen sollen. Die Identität. Jawohl, hier ist mein Fahrzeug. So, und weg hier. Der dreht ja durch. Ich drehe nicht durch, tut mir leid. Ich muss nur hier lang. Jawohl, Bezirkszugang okay. Freigeschaltet. Das war's. Jetzt zu Nicholas. Und jetzt zu unserem Ziel. Crispin. So, das ist dann jetzt dran. Oh. Hi, hier ist Aiden. Jacks Onkel. Ich wollte nur sicher gehen, dass alles gut läuft. Zuerst will ich wissen, ob Nikki okay ist. Wir haben nichts von ihr gehört. Sie verarbeitet noch ein paar Dinge. Sie braucht etwas mehr Zeit. Nun, Jackson vermisst sich fürchterlich. Sie könnte wenigstens anrufen. Er ist sehr angespannt und fühlt sich nicht wohl hier. Ich verstehe. Und lasse es Sie wissen. Wenn Sie Probleme mit Jackson... Mache ich. Und Sie kümmern sich um Ihre Schwester. Ja. Tue ich. Ja, tue ich wirklich. Ich muss sie nämlich befreien.
Und ich sollte umsteigen wieder zu Autos mehr. Motorräder sind nicht gut für mich, glaube ich. Oh, das eine dort hinten wird gleich explodieren. Ich fahre mal lieber weit weg, ja? Da wird jetzt nicht ich gleich noch verfolgt werde. Man weiß ja nie. So. Und dorthin. Zack. Dann holen wir uns jetzt diese eine Person. Scheiße. Ich vergesse, dass Clara sowas nicht gewöhnt ist. Ich verschreck sie, wenn ich nicht aufpasse. Crispin ist mein Ticket für die Auktion und die Chance, an Irak ranzukommen. Er muss verschwinden. So, hier hinten einmal den Kasten hier. Hacken, da gehen wir mal ganz fix hin. Oh, ich sehe gerade, das ist ein roter Bereich. Ja, das sind Feinde. Der Ort ist zu öffentlich. Besser, wir gehen leise rein. Das dürfte schwierig werden. Es läuft auf Zeit, Na super, ich muss mich beeilen. Oh, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich glaube, ich schaff's nicht. Na super. Komm schon, jetzt aber. Schnell. Jawohl, das eine ist geschafft. Jetzt das zweite dort. Und das letzte hier noch. Jawohl. Diesmal haben wir es geschafft. Mr. Quinn möchte, dass Ihr Besuch in Chicago ein denkwürdiger wird, Sir. Der Wagen schnurrt, was? Exotisch und schnell. Mr. Quinn wusste nicht, welche Farbe Sie mögen, also wählen Sie selbst. Ist es, okay? Wenn ich zurück bin, steht er bereit. Er hat die Agenda auf dem Handy. Er darf nicht verschwinden. Ich habe Sachen über den gehört. Voll krank. Quinn braucht doch das Geld nicht. Warum arbeiten wir mit dem zusammen? Ich glaube, er ist so eine Art Fuß in der Tür. Lucky expandiert bestimmt. Aber ich stecke keine Kugel für ihn ein. Das ist schon mal sicher. Verstehe ich. So, wir müssen den jetzt eliminieren. So, schallgedämpfte Pistole ist bereit. Dort drin ist der. Na super, das muss doch leise funktionieren. Gibt's hier ein Fenster vielleicht? Ich kann doch jetzt schlicht hier reingehen und so tun, als ob ich ein Kunde wäre, oder? Du hast ja keinen Zugang. Kein Zutritt für Penner wie dich. Geh einfach. Na klasse. Oder soll ich doch da drin einfach alle ausschalten? Das sollte doch dann eigentlich auffliegen, oder nicht? Obwohl. Ja, aber wir sollen doch dann zu diesem einen Treffen hin, ja? Aber wenn wir dann dort wären, ja, da würde er doch bestimmt herausfinden, der Gastgeber davon, dass hier alle ausgeschaltet sind, wo die ganzen Fahrzeuge sind und so weiter. Soll ich da jetzt einfach rein mit Waffengewalt? Das ist die große Frage. Ich schaue jetzt nochmal hier, was meine hackmäßigen Möglichkeiten so sind. Einmal die Plattform drehen. Dort das Ding auch noch nutzen. So. Ich muss mal was schauen. So, vielleicht klappt das irgendwie. Am besten müsste ich irgendwie alle, die dort unten sind, weglocken. Aber leider, die bewachen das Ganze sehr, sehr gut. Sagen wir es mal so. Ich glaube, ich sollte jetzt erstmal den oberen Bereich und dann dort alle ausschalten. Es gibt halt auch nicht mehr Eingänge. Halt, Moment mal, ich sehe da gerade noch eine Möglichkeit, glaube ich. Die Kamera hier hinten übernehmen.
Dort ist unser Ziel. Zwei Türen. Hier oben ist ja alles offen. Ich meine, ich kann schlecht irgendwie probieren, den da abzufeuern. Ich muss ja letzten Endes dann auch irgendwie zu ihm hin. Ja, dann würde ich sagen, stürmen wir da jetzt mehr oder weniger rein, oder? Ich würde sagen, oben zuerst rein. Oben alle ausschalten. Ja, aber unbemerkt, das ist halt das Schwierige. Unbemerkt das Ganze hier machen. Ich weiß auch leider nicht, kann ich durch die Tür durchschießen? Wir probieren jetzt was. Los! Zack. Einer weg. Gut. Nein, er haut ab. Crispin! Er haut ab. Denn kommen? Na super. Nein. Ich glaube, ich muss das nochmal neu versuchen, glaube ich. Mist, mein Plan klappt nicht. Ich wollte gerade mit so einem Wagen durch die Scheibe fahren, aber man konnte dort nicht mal in den Wagen einsteigen. So ein Mist. Was war das? Einmal hier durchschluss. Schnell, rein hier. Nee. Das muss ich irgendwie anders machen. Ganz anders muss ich das machen. So klappt das auf jeden Fall nicht. Er hat die Agenda auf dem Handy. Er darf nicht verschwinden. Schwierig. Aber wir wissen jetzt auf jeden Fall, wie er abgehauen ist. Er ist hier durchgefahren. Ja. Dann glaube ich, sollten wir hier reingehen. Ich fürchte, ich darf dich nicht weiterlassen. Rede ich um und hau ab. Lass uns die abknallen, los. Jawohl, der eine ist noch im Nahkampf, so. Sehr gut. Jetzt fährt der dort gleich durch. Los, fahr durch. What? Diesmal bin ich nicht aufgeflogen. Kann ich dort durchschießen? Das wäre halt gut zu wissen. Erstmal der Wachmann dort hinten noch, so. Sehr gut. Scheiße. So. Jetzt hier rein. Jawohl! Wir haben ihn. So. Und jetzt noch alle weiteren hier ausschalten. Los. Nein, nicht laut schießen, bitte. So, nur noch der eine. Zeig dich. Scheiße! Wo ist der? Jawohl. Oh, der eine leidet. Sei doch ruhig, bitte. Sei doch bitte ruhig. Ich werde nicht um den heißen Brei reden, wie meine Geschäftspartner. Ich soll mich um sie kümmern, also weiß ich von ihren Hobbys. Was sie mit den Mädchen machen, das geht mir nichts an, wenn sie außer Landes sind. Aber hier in Chicago dürfen sie Mr. Quinn nicht in Gefahr bringen. Als Entschädigung haben wir ein kleines Geschenk für sie im Infinite 92. Fragen sie nach Poppy Special. So kommen sie auch an die Einladung für die Auktion. Crispin war auf dem Weg, sich etwas abzuholen, namens Poppy Special, in einem Club namens Infinite 92. Infinite 92. Kein offizieller Eintrag. Er wird in ein paar Threads erwähnt. Oh, ist wohl ein Fetischclub für Gentlemen. Illegal natürlich. Also ist das Poppy Special eine Frau? Passt zu dem Profil, das Quinn von Crispin hat. Ich bezweifle, dass Poppy das Treffen überlebt hätte. Was für eine Auktion ist das? Ich glaube, wir kennen beide die Antwort. Ich fahre zu dem Club. Da finde ich Crispins Einladung. Gut, wir müssen dorthin jetzt. Ja, und dieser Wagen, muss ich sagen, gefällt mir. Wir passen einfach mal drauf auf, dass er jetzt nicht unbedingt kaputt geht. Weil ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass dieser Wagen wichtig wird für die Mission noch. Und was ich ja persönlich mal so sagen muss, ist, wäre es nicht schlauer gewesen von Aiden, wenn er vielleicht noch die Kleidung von dem Typen angezogen hätte? Wäre vielleicht ein bisschen besser gewesen. Ja, also noch ein bisschen umziehen und das Zeug anziehen, was der halt anhatte. Mal so sehen wir halt aus, immer noch wie wir immer aussahen. Deswegen, ja. Andere Kleidung könnte nicht schaden.
habe gerade jedes Mal Angst, dass ich das Fahrzeug hier zerstöre. Denn ich bin mir sicher, dass ich das noch brauche. Obwohl halt, wenn dann eigentlich was dastehen müsste. Aber wir passen jetzt trotzdem mal auf den Wagen hier. Ja, und der gefällt mir auf jeden Fall gut. Von seinem Design her und so. So, hier sollen wir hin. Gut. Ich bin verkleidet. Für den Monsterball. Kontrolle behalten, so wenig wie möglich sagen. Wenn Crispin wirklich so kaputt ist, errege ich Aufmerksamkeit. Nur die Auktionseinladung finden und dann weg. Nur die Einladung, okay. Dann mal rein. Das Poppy Special. Sehr gut, Mr. Crispin. Ein besonderes Gericht extra für Sie zubereitet. Wir passen schon auf Ihre Waffen auf. Mr. Crispin, hier entlang, bitte. Wo sind die zugeteilten Wachen, Sir? Wir waren zu langsam. Okay, jetzt schön hier langsam langlaufen. Und nicht auffliegen. Wir folgen dem Typen jetzt. Kranker Penner. Ich hab was von Kannibalismus gehört. Mit dem Ruf bekommt man eh kein Date. Mr. Quinn wollte sichergehen, dass Sie sich wohlfühlen. In seinem Namen bieten wir Ihnen eine Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen viel Spaß damit. Also du bist die Aufmerksamkeit, hm? Wie heißt du? Poppy? Ich weiß, wer du bist. Was du mit Mädchen machst. Nein, es ist nicht. Ist okay. Ich gehe. Mr. Crispin, alles zu Ihrer Zufriedenheit? Noch eine Störung und Sie sind dran. Ich werde dir nicht wehtun. Komm einfach mit mir. Ich helfe dir. Nein! Die finden mich. Sie sagten, du bist ein Monster. Bist nicht Crispin. Oder? Mein Name ist Pierce. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, sollte ich das echt öfter machen. Ich meine, ich kann nicht glauben, dass ich das vorher nie gemacht habe. Dieser Typ ist brillant. Ich bin auf seiner Seite. So, wir können wieder gehen. Du tickst nicht ganz richtig. Bestimmt wegen dem ganzen Essen. Mann, wie alt bist du? Hat gut geklappt eigentlich. Ich muss sagen, ich dachte gerade eigentlich, wir fliegen jetzt auf. Weil sie schon recht laut gerade dort geredet hatte mit uns. Meine Waffe. Hoffentlich beehren sie uns bald wieder. Ja, aber das würde bedeuten... Tu mir einen Gefallen. Ich muss Poppy aus dem Laden rausholen. Ruf den Club an, gib dich als Crispins Assistentin aus. Sag, dass ich wünsche, dass mir Poppy bei der Auktion geliefert wird. Ja, okay. Sie wird da sein. Das regel ich. Vielleicht musste Crispin sterben, aber wenigstens retten wir das Mädchen. Das ist gut, oder? Ich weiß nicht, ob die Rechnung aufgeht, aber wir holen sie da raus. Naja, das hörten wir wirklich. Aber ob das so einfach klappen wird, das ist die andere Sache. So. Diese Auktion ist wo? Moment, wir schauen mal. Hier hinten, okay. Gut. Dann fahren wir mal zu dahin. Würde ich mal so sagen. Aber ob das so gut klappen wird, sie zu retten? Ja.
Vielleicht hat ja jemand was dagegen. Wissen wir ja jetzt nicht. Aber ich bin mir ganz sicher, dass wir wahrscheinlich auffliegen werden. Weil Aiden sollte, glaube ich, halt wirklich das Zeug von dem Typen anziehen. Der wir vorhin erledigt haben. Aber nun gut. Immerhin haben wir den Wagen, ja. Ich meine, ist ein sehr edler Wagen, ja. Damit sollte man auf jeden Fall schon ein bisschen denken, dass wir die richtige Person sind, ja. Deswegen probiere ich auch den Wagen hier, ja, gut zu halten, also dass er jetzt nicht kaputt geht noch auf dem Weg dorthin. Ich will lieber nicht wissen, was, wenn dieser Typ noch gelebt hätte, ja? Mit der von eben gemacht hätte. Will ich aber gar nicht wissen. Ich kann mir aber da schon was Schlimmes denken. Ja, und unser Zielgebiet ist auf jeden Fall hier hinten bei den Docks. Ganz dort hinten ist das. Dort ist diese Auktion. Gut, Leute, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier an der Stelle nochmal Schluss mit der Folge. Und nächste Folge geht's dann dort rein, ja. Zu ein riskantes Gebot. Gut, ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt auch gerne einen Kommentar und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüssi!